Gut, wir wollen natürlich dem Schiff helfen und damit auch dieses Schiff hier angreifen. Oh, Moment, ich wollte gerade sagen, da kommt doch schon wieder einer, das sehe ich doch. Okay, aber dadurch, dass der dort kommt, bin ich jetzt mal so frech. Hä? Ja, doch, wollte ich gerade sagen. Braucht er kein Dings? Vielleicht braucht er auch gar keinen. Also, schießen wir erstmal mit dem Burst Laser hier. Doch, der braucht Sauerstoff. Der hat ordentliche Waffen an Bord. Gut, dann die Rakete. Ist das ekelhaft. Oh oh. Halt, die müssen jetzt erstmal wieder zu. Okay. Ganz entspannt. Artemis, bitte aufs Schild. Schild ist kaputt. Warum ist denn der Laser jetzt deaktiviert gewesen? Das hat ja gar keinen Sinn gemacht. So, der kann sich hier jetzt erstmal kurz regenerieren. Wow. Okay, der kann sich doch nicht regenerieren. Der Laser geht auf die Waffe. Verdammt, die ist noch aktiv. Artemis auf die Waffe. Okay, perfekt. Die Waffen sind schon mal deaktiviert. Die können jetzt eigentlich nichts mehr machen. Warum ist denn der... Ach so. Deswegen war Artemis deaktiviert. Deswegen war der Burst Laser... So, genau. So rum muss ich das machen. Der Burst Laser soll natürlich als letztes deaktiviert werden. Ach, jetzt sind die wieder da. Verdammt. Gut. Das Schiff ist weg, jetzt kann ich mich ganz entspannt hier drum kümmern. Wir haben einiges bekommen, wir können das zivile Schiff... Ah, perfekt, und die geben uns auch nochmal ordentlich was. Das ist natürlich optimal. So, die beiden reparieren das Ding jetzt und dann sollten sie sich hier mal heilen lassen. Was ist denn hiermit? Ach so, jetzt kann ich das Ding wieder schließen, okay. Gut, also das hat jetzt nicht so gut funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Mit dem Sauerstoff. Mit dem, ja. Aber gut. Sei es drum. Okay. So. Die beiden sind fast wieder voll. Zerima. Jetzt ist er voll. Dann mal los. Boah, ich habe hier aber echt was verloren, ey. Fliegen wir mal dorthin. Okay, wir hören uns mal an, was die sagen. Wenn ich jetzt da jemanden hinschicke, dann kommt er doch wieder nicht zurück. Das kenne ich doch. Aber gut, da das jetzt hier blau ist, das kann ich halt nur machen, wenn ich einen menschlichen Crewmember habe. Machen wir mal. Okay. Mann, ey. Oh, geil. Yes. Wir haben einen Mantis. Cool. Und Mantis. Wow. 8 von 8. Das ist auf jeden Fall der, von dem ich vorhin sprach. Unser Anti-Invade-Kumpel. Das ist genial. Okay. Da ist ein Gegner. Hat der zufällig? Nee, der hat keinen Dingens. Ist ja nicht so schlimm. Also Artemis deaktiviert erstmal das Schild. Bitte. Nein, tut er nicht. Ach so, der hat schon wieder so ein verwirrendes Schild gehabt. Ich weiß nicht genau, was es war. Aber so ein komisches Special-Ding. Verdammt. Wir verbrauchen echt ordentlich Raketen. Nö. Ihr müsst sterben. Was? Wieso kriege ich denn jetzt eine Warnung bei 75%? Ist der jetzt irgendwie kurz vorm
Exitus? Nee. Hat doch geklappt. Ob das jetzt besser war? Ansonsten hätte der mir auf jeden Fall mehr Raketen angeboten. Na gut. So, wir können jetzt mal das Schiff upgraden. Und zwar... Ja, so können wir es ja machen. Dann können wir jetzt nämlich theoretisch den hier deaktivieren. Wir können jetzt den anmachen. Der braucht allerdings richtig lange, bis er aufgeladen ist. Das ist natürlich nicht so schön. Und jetzt können wir halt Artemis dazu anmachen. Können wir natürlich machen. Ich würde den ja gerne mal abfeuern, um es mal zu sehen. Aber 5 Schüsse ist ja allein schon... Naja, der macht halt 5 Schaden. Und er macht 3 Schaden. Wobei, Moment, ist es hier die doppelte Aufladezeit? Dann wäre das ja sogar schlechter. Aber nee, das wäre ja total bescheuert. Wir werden es gleich sehen, nehme ich an. Oh, cool. Das war einiges. Gut, wie viel bräuchte ich denn jetzt? Der braucht nur 2. Oh, perfekt. Dann bräuchte ja nur noch einen, ne? Genau. Ich bräuchte nur noch einen hier mehr. 75, das kann ich mir jetzt genau leisten. Moment. Hä? Ach so. Jetzt machen wir hier mal ein weniger. So. Perfekt. Jetzt habe ich einmal den Burst Laser 3 und einmal den 2er. Und Artemis könnte ich aktivieren, aber mache ich jetzt erstmal nicht. Okay, hauen wir mal lieber ab. Sieht nämlich langsam so aus, als würden die doch etwas näher kommen. Was wollen die hier haben? Die können den Reaktor verbessern. Für 4 Raketen und 2 Drohndinger? Ja, das können wir machen. Cool. Um einen erhöht den Reaktor. Warum nicht? Moment, wo ist denn der Reaktor? Reaktor? Hat der das Ding jetzt hier um einen erhöht oder was? Ja. Ah, und es kostete 30. Na gut, das war jetzt kein so toller Tausch, glaube ich. Weil 4 Raketen und 3 oder Drohnenparts oder sowas sind theoretisch teurer. Aber die Drohnenparts nutzen wir ja jetzt gerade eh nicht. Und die Raketen haben wir ja gerade quasi uns entschieden, die erstmal nicht zu benutzen. Zoltan oder Slug? Slug kennen wir noch nicht. Nehmen wir nochmal Slug. So, Achievement unlocked. Cool. Ja, bisher waren wir ja hier noch nicht. Zumindest nicht. Seitdem ich das letzte Mal dieses Spiel installiert habe. Okay, hier ist ein Store, aber damit können wir gerade nichts anfangen. Weil bisher haben wir ja noch deutlich zu wenig Geld. Ach verdammt, da ist ja überall Nebel. Nebel ist Mist. Okay, hier ist nichts, verstehe. Aber hier ist was. Ah, okay. Ja. Ja, okay. Das Piratenschiff ist nicht mit uns zufrieden. So, mit dem Burst Laser nehmen wir uns erstmal das Schild vor. Mit dem Zweier, so. Okay, und da das so gut funktioniert hat, nehmen wir uns jetzt gleich nochmal mit dem Dreier das Schild vor. Jetzt wollen wir mal sehen. Ja, 5 Schüsse halt, ne? So wie halt 5 Schüsse aussehen. Ja, das... Oh, waren das gerade 2 Raketen? Ne, nur eine Rakete. Aber das war eine nette Rakete, muss man dazu sagen. Die war nicht so ganz so toll. So, dann nehmen wir uns mal erstmal die Waffen vor. Oh, nehmen wir uns mal nochmal die Waffen vor. Mann, jetzt hat er echt mal einen Schuss abgegeben. Aber war ja zum Glück nichts. Wow, 55. Und das Flüchtlingsschiff? Ey, genial. Da kriegt man immer richtig viel, wenn man diese Sache macht. Ja, und der Burst Laser scheint, als wäre der so anderthalb Mal. Der braucht, glaube ich, anderthalb Mal so viel, ne? Zeit. Und dafür sind 5 Schüsse ja dann schon ziemlich cool. Wunderbar. Aber wir brauchen auf jeden Fall mal einen Store. Perfekt. Denn wir müssen unsere Hülle mal reparieren. So. Fired him? Fired him ist, also, naja, er heißt zwar nicht wirklich so, aber
Also, fix all. Die Hülle wollen wir definitiv fertig reparieren. Ansonsten geht hier nichts. Oh, der hat natürlich auch schöne Sachen. Nochmal so ein Burst Laser 3. Der hat auch einen Burst Laser 2. Und der hat auch Artemis dabei. Aber, ach Mann, bin ich ein Idiot. Ja. Bitte keine Kommentare. Ja, zu diesem Punkt. Genau, also das sind unsere Sachen, die wir dabei haben. Und er hat, richtig, Crew. Da war ich auch gerade drauf. Hier, Page 2 wollte ich hin. Aha. Healing Unit, verstehe. Ach, ich glaube, wir wurden gerade mit so einer Breach-Dings beschossen, ne? Kann es sein? Keine Ahnung. Mit irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Okay, ich denke, wir werden einen Typen mitnehmen, weil das immer cool ist. Und so ein Rockman ist eigentlich genial. Also, ja gut, diese Engis sind halt auch cool, weil halt der Repair Speed verdoppelt, ist natürlich perfekt. Und, na, ach so, wir wollen eher jemanden haben mit viel HP, immun gegen Feuer. Ja, ja, wir nehmen den Kollegen hier mit. So, und der kann, ach ja, hier ist ja wieder Nebel, wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Der kann auch erstmal da reingehen, wobei, wenn... Wir müssen jetzt gleich gucken, dass wir halt, falls der Gegner nämlich einen, na, ich zeig's euch einfach. Falls der Gegner in dem Nebel hier halt so ein Teleporter-Dings hat, haben wir ein Problem, weil der hat ja zum Glück keins. Weil wir halt nicht genau wissen, wann der, wohin der teleportiert, ne? Hier kann die ganze Zeit einer sein und irgendwie schon die Dinger behaken und wir sehen den überhaupt nicht, weil unsere Systeme sind deaktiviert. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall und deswegen nehmen wir den kleinen Laser aufs Schild, den großen Laser auf die Waffen und dann mal los. Der hat hier eine Rakete. Ne? Schade, dass ich nicht sehe, was das ist. Würde mir gefallen. Was? Das ist schon der große Laser? Gottes Willen. Halt, Moment mal. Diese Schilde, dieses Doppelschild ist überhaupt nicht schön, wenn die Gegner das haben. Ey, hier ist ja alles daneben gegangen, was überhaupt daneben gehen kann. Was war denn das? Hier trifft ja quasi nichts, aber das scheint vielleicht am Nebel zu liegen, oder? Könnte sein, also ich weiß es ja nicht. Was möchten die uns geben? Ach so, was, ja, aber die Frage ist ja, was habt ihr da so? Naja, komm, sag mal, was ihr da so habt. Oh ja, das war ein guter Tausch. Das war ein guter Tausch. Ein Heavy Laser Mark II. Ach so, Moment. Heavy Laser ist ja wieder was anderes als der Burst Laser. Aha. Ist ja auch cool. Vielleicht schmeiße ich den hier mal rein. Kann ich das jetzt, kann ich das aktivieren? Nee. Okay, der schießt nur zweimal, macht aber auch zwei Schaden pro Ding. Aha. Ja, bin ich gespannt. Den will ich auf jeden Fall mal einsetzen. Brauche ich allerdings noch einen in der Waffe. Den ich jetzt nicht habe. Gut, hier ist alles voll Nebel. Das ist ein bisschen blöd. Nervt mich ein bisschen. Der hat auch zum Glück kein Teleporter-Ding. Und dann machen wir... Oh, der hat drei Schilde. Ich brauche den... Oh, verdammt, was habe ich denn jetzt gemacht, ich Idiot. Ich brauche den kleinen Laser erstmal gar nicht benutzen. Ich muss die nämlich gleichzeitig abschießen. Ach doch, die schießen sich lustigerweise tatsächlich auch ungefähr gleichzeitig ab. Wirklich? Moment, wie viele Schüsse waren es jetzt? Und was habt ihr getroffen, Leute? Das war ja wohl ein bisschen peinlich, oder? Oh, Leute, wirklich? Die treffen ja so krank daneben. Alter Schwede. Feuern die in die Gurken. Hä, vor allem... Boah, diese Laser sind ja total schwachsinnig.
Ey, ist ja okay, gut. Aber trotzdem, ist ja Wahnsinn. Wie viel der aushält, ist ja mega krass. Also das hier ist schon mal ein Gegner. Das ist kein Opfer mehr. Mann, ey. Der Rechtsklick ist ein bisschen belastend gewesen. So, jetzt habe ich das Ding erstmal deaktiviert. Jetzt schieße ich mal auf die Waffen. Okay, was wollen die mir jetzt geben? Na, machen wir mal. Nee, das war jetzt zum Beispiel ein schlechter Tausch. Das war hier totaler Mist. Ey, da schießt der wirklich noch einen ab, ey. Das ist eine Freche. Nein, ist mir der jetzt krepiert, weil ich nicht aufgepasst habe? Ja, ist er. Mann, geht mir das jetzt auf den Senkel gerade. Ey, ist das blöd. Ich muss erstmal überall durchgehen. Ob ich hier noch irgendwo einen Treffer erkassiert habe? Das weiß ich ja gar nicht. Ja, genau, da brennt es nämlich überall wie Sau. Das war mir schon fast klar, dass das der Fall ist. Oha, hier ist nämlich kein Sauerstoff mehr. Oh, ey, Sauerstoff, ey. Ist ja wohl eine Frechheit. Es ist doch überall Sauerstoff. Leute. Mann, also das ist schon, das war jetzt schon ein harter Gegner.